Herzlich willkommen zu unserer 13. Sendung ab dem Sonnabend, 7. April 2018. Heute aus der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Klein. Wir Schüler der regionalen Schule am Spanier See produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze zum fürs Internetfernsehen. Unsere Sendung ist von Sonnabend bis zum folgenden Sonnabend laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein e.V. Heute bin ich, Fies Lange, mit dem Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Turm waren Verantwortung von Mercedes Lange. Die Schnitt und die Gestaltung habe ich, Fies Lange, mit Mercedes Lange gemacht. Was haben wir heute im Programm Bad Klein vor Ort? Die Nachrichten aus Bad Klein. Osterfeuer 2018 in Bad Klein. Zum Schluss haben wir die Nachrichten aus Wismar. Zusammengestellt und produziert wurde es vom Wismar TV. Jetzt aber erstmal zu den Informationen aus der Region. Die Notfalltelefonnummer vom Kabelnetzbetreiber Bad Klein, des Sachverbandes Wismar und der WimmerCom in Schwerin. Zweckverband Wismar. Zweckverband Wismar. Jetzt unsere Nachrichten aus Bad Klein. Produziert und zusammengestellt wurde es von der AG Regionale Schule am Spreener See. Und zum Schluss haben wir noch die Nachrichten aus der Region von Wismar TV. Zusammengestellt und produziert wurde es von Wismar TV. Frohe Ostern! Wir sind vom Verein Freunde der Kinder. Wir machen dieses Jahr auch wieder am Samstag eine große Ostereiersuche an der Schwedenschanze. Und das machen wir seit gut 25 Jahren. Und das sollen wir auch so beibehalten. Die Kinder freuen sich natürlich, wenn wir jetzt was hier verstecken. Damit beginnen die Osterzeit besonders freudig. Und wir prämieren dieses Jahr die schönsten gebastelten Osterkörbchen. Unsere nächsten Veranstaltungen sind hier an der Schwedenschanze. Wir sind beteiligt beim Maifest und dann sind wir nachher beteiligt am Vereinsfest an Badewiese. Dann bitte einmal zu mir Informationen geben. Machen wir das so, wir machen zwei Altersgruppen von 0 bis 4 Jahre und von 4 bis 6 Jahre. Dass ihr mal bitte die 0 bis 4-Jährigen bitte auf diese Seite und die 4 bis 6-Jährigen bitte auf diese Seite. Emily, ihr Körbchen hochhalten, wir müssen doch gucken. Wenn jemand ein Osterkörbchen hat, wir haben auch noch welche. Wir haben sie. Nach vorne, damit wir sie sehen können. Bitte, ich glaube, du musst hier rein. Bitte, bitte hier. Bitte, hier rein. Komm hier. Du musst ja laufen, bitte. Ich muss überall die Gruppe oben. Okay. So, Lisa. Eiersuche. Nur da. Am Baum. Nur am Baum. Bitte, komm hier. Hier rein. Wir müssen noch Eier suchen.
Ein Eierchen. Du das einmal mit? Nimmst du deinen Eisgutschein mit? Prima. Was sagen wir? Und frohe Ostern wünsche ich euch. Tschüss. Doch, letztes Jahr. Ich bin nämlich letztes Jahr geboren. Ich bin erst ein Jahr alt. Ich bin ganz jung. Oh, ich kenne hier ganz viele nette Momente. Ich muss mal eben noch meine Eisgutscheine verteilen. Ne? Schwere Arbeit muss belohnt werden. Gehen wir da rein. Wunderbar. Frohe Ostern wünschen wir. Tschüss. Danke. Gerne. Firma Zacker hat die Eisgutscheine für uns dieses Mal gesponsert und wir freuen uns sehr darüber. Ich backe dann Kuchen, ich verstecke keine Eier dann mehr. Genau, genau. Wir haben ganz, ganz liebe Geschäftsleute in der Umgebung und in Bad Klein, die uns tatkräftig unterstützen und mir helfen, dass ich nicht so viele Ostereier alleine bemalen muss. Verstecken tue ich sie dann auch mit einer großen Helfermannschaft, weil das ist ja nicht zu schaffen. Wir haben so viele liebe Kinder hier im Ort. Bitte schön. Ui, die Eis kaufen damit. Schöne Ostern. Gleichfalls. Oh, da kommt jemand mit Vereinssocken. Das nächste Mal gibt es noch den Vereinsantrag. Hallo? Dazu. Na du? Dazu. Na du? Wollt ihr kein Eis mitnehmen? Wir sind vom Motorradverein Bad Klein und verteilen Osterbeutel für die Menschen, die Ostern nicht zu Hause sein können. Heute am Ostermontag waren wir schon das dritte Mal im Krankenhaus in Wismar und haben den Patienten, vor allen Dingen den Kindern, hier in Wismar Präsente gebracht. Wir haben gesammelt im Bikerverein und haben Osterkörbchen gepackt und diesen Patienten, die Ostern nicht zu Hause sein können, haben wir dann die Osterkörbchen überreicht. Eine schöne Tradition. Okay, danke. Morgen. Morgen. Wo ist denn? Guten Morgen. Ja, auf verschiedenen Stationen haben wir die Körbchen abgegeben. Besonders die Kinder haben sich ganz toll gefreut. Wir haben ca. 150 Pakete hier abgegeben. Und die Patienten haben sich natürlich gefreut. Es war ein voller Erfolg. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Osterfeuer 2018. An der Kamera war Florentine Lange. Die Leitung und Regie hatte ich, Hiss Lange. Heute ist anstatt Frühlingswind. Wo findet das Osterfeuer statt? Anstatt draußen durch den Schnee findet das jetzt drinnen in der Feuerwehr statt. Dann schauen wir mal rein. Jetzt sehen Sie
Sie das Osterfeuer 2018? Das Osterfeuer 2018 in Bad Klein ist völlig in den Schnee gefallen. Deshalb feiern wir hier in der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr? Ich bin seit 1973 Mitglied der Feuerwehr Bad Klein. Das ist aber eine ganz schön lange Zeit. Kennen Sie dieses Wetter zu Osterfeuer mit Winter und Schnee? Also so ein Wetter haben wir noch nie zum Osterfeuer gehabt. Deswegen haben wir ja dieses Jahr das Osterfeuer, sagen wir mal, so ein bisschen ausfallen lassen und sind in die Fahrzeughalle hier eingezogen, um hier ein bisschen noch ein bisschen Unterhaltung zu machen. Das heißt, wir können trotzdem feiern, auch wenn es gerade nicht draußen ist? Wir können auch in der Halle feiern, auch wenn draußen das Wetter nicht so schön ist. Natürlich kommen dann auch weniger Leute aus Bad Klein, da ja keiner bei dem Wetter gerne vor die Haustür geht. Aber wir sind trotzdem für alle da. Was gibt es denn hier so Leckeres zu essen? Wir haben natürlich Bratwurst und auch Steak gemacht. Und natürlich gibt es vieles zu trinken. Ach so, okay. Und Trinken gibt es auch hier? Auf jeden Fall. Wir haben bei dem Wetter natürlich auch genügend Glühwein und alkoholfreie Getränke, Bier, alles, was man so braucht. Danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Das war mein Gespräch mit Karl-Heinz Mayer. Zurück in die Redaktion. Hallo Finjas! Ein Bus gegen die Gewalt. Auf der Rückseite eines Wismarer Busses prangt nun diese Tafel. Nein zur Gewalt gegen Frauen in mehreren Sprachen, darunter Arabisch und Russisch. Dazu ein nationales Infotelefon für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, und die Kontaktnummer des Wismarer Frauenhauses. Und ein Erklärungstext mit dem wichtigen Grundgesetzartikel »Die Würde des Menschen ist unantastbar«. Er soll betroffenen Frauen Mut machen, sich bei diesen Stellen zu melden. Initiiert hat diese Aktion die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt, Petra Stephan. Wismar reiht sich damit in zahlreiche Bemühungen dieser Art von Aufklärung ein. Gestartet sind wir im November 2016. Insofern finde ich das ziemlich beachtlich, dass das Land nochmal gesagt hat, es ist eine gute Aktion. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat im letzten Jahr nachgezogen. Das heißt, meine Kollegin Frau Jürs, die hat im letzten Jahr gemeinsam mit Benabus sozusagen innerhalb der Busse Plakate ausgehängt zu diesem Thema, zum Thema häusliche Gewalt. Und ich finde es eine gute Aktion, weil das ist Präventionsarbeit ohne Hemmschwelle. Das heißt, wir erreichen die Leute. Sie gucken nicht verschämt weg. Also sie lesen es, sie nehmen es wahr. Und insofern, was geht es? Ja, besser geht es einfach nicht. Also ich benenne es, ich sag mal dazu, es ist sanfte Präventionsarbeit ohne großen Aufwand. Wir haben nicht umsonst die Anti-Gewalt-Woche jedes Jahr, wo wir halt hier auch vor dem Rathaus Flagge hissen. Ich finde, wir müssen immer wieder
deutlich machen, dass wir halt das nicht hinter geschlossenen Türen dieses Thema behandeln. Es muss raus in die Öffentlichkeit. Unterstützt wird die Aktion mit knapp 3.000 Euro von der Integrationsbeauftragten der Landesregierung Dagmar Kaselitz. Für sie ein wichtiges Thema, das Deutsche und Migranten gleichermaßen betrifft. Ich denke mal, das ist ein Problem, was die gesamte Gesellschaft hat. Es gibt Statistiken, die wir lesen können, wo jede vierte Frau einmal in ihrem Leben von sexualisierter oder seelischer Gewalt betroffen ist. Das trifft nicht nur auf deutsche Frauen zu, das trifft auch auf Zuwanderinnen zu. Und wir tun gut daran, wenn wir alle so informieren, dass sie sich auch Hilfe holen können. Und das passiert hier in Wismar mit diesem Bus. Die Telefonnummer, die bundesweit zu erreichen ist, die wird jetzt so beworben, dass auch Frauen in anderen Sprachen wissen, was damit gemeint ist. Hilfsangebote müssen beworben werden, das ist wichtig. Genauso wichtig aber die zentrale Botschaft für alle. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, von Sonnabend bis zum folgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm auf diesem Kanal laufend zu sehen. Ihr Team der AG Regionale Schule am Schweriner See. Man sieht sich Ihre Face lange mit dem Rest des Teams Regionale Schule am Schweriner See. Tschüss. Tschüss. Kleinen und seinen Dörfern, manches ein Zuhause. Hier in das Kleine.